hier den Weg zu uns nach oben gefunden hat. Und ich darf mal beginnen hier mit unseren Vereinsfarben, mit der KG Rot-Weiß-Ehrang. Und ich komme hier auf dich zu, liebe Hedi, und gebe dir das Mikro. Ja, liebe Elisabeth, herzlichen Dank. Ja, ich möchte euch alle recht herzlich grüßen im Namen der Karnevalsgesellschaft Rot-Weiß-Ehrang. Danke euch beiden natürlich ganz, ganz herzlich und eurem Team für die Einladung, der wir natürlich sehr, sehr gerne gefolgt sind, wie in jedem Jahr. Wir gratulieren dem amtierenden Prinzenpaar, das seine Amtszeit verlängert hat, ganz, ganz herzlich. Liebe Grüße aus Ehrang und habt viel Spaß und Freude in eurem Amt weiterhin. Gratulieren möchten wir auch der neuen Ehrensenatorin, Frau Dr. Fabricius, ganz herzlich, dass Sie aufgenommen wurden in die Riege der Senatoren. Herzlichen Glückwunsch von unserer Seite aus. Ja, wir sind natürlich nicht alleine gekommen, haben unsere Prinzessin Andrea mitgebracht, Alleinherrscherin über Kylanien, und das macht sie bisher hervorragend. Und ich denke, ich darf sie euch einmal vorstellen, das ist ihre Lieblichkeit, Prinzessin Andrea, die Viertel vor Elfte. Und sie möchte mit Sicherheit noch ein paar Worte an euch richten. Bitte schön, Andrea. Ja, ich bin sehr glücklich, dass wir eingeladen wurden, und wir sind natürlich sehr gerne der Einladung gefolgt, nachdem wir schon im Sommer ein sehr denkwürdiges Sommerfest hier mit dem Prinzenpaar auch verbringen durften. Ich erinnere mich, soweit ich das noch kann, sehr gerne daran zurück. Und ich kann dazu auch nur sagen, es wurde die Intronisierung von unserem Amtskollegen König Charles angesprochen. Wir hatten das Glück, nicht so lange auf unsere Intronisierung warten zu müssen wie seine Hoheit. Und deswegen bin ich ganz glücklich, dass wir uns heute Abend hier in dieser frohen Runde wieder sehen können, und rufe auf dieses närrische Auditorium ein dreifach rechtliches Essel! Noch die Gelegenheit nutzen und an euch ein paar Worte, weitere Worte richten, und zwar... Edi, ein Moment mal gerade. Ich darf, wenn hier auf der Bühne gesprochen wird, darum bitten, dass etwas zugehört wird, gerade wenn eine Prinzessin hier oben auf der Bühne steht. Und liebe Edi, das Wort gehört dir. Vielen Dank an die Gäste. Vielen Dank, Stefan. Ja, ich möchte noch ein paar Worte an euch richten. Wie ihr alle wisst, ist ja Ehrang stark von einer Flutkatastrophe betroffen. Es sind viele Schäden in Ehrang, und so ist auch unser Vereins- und Bürgerhaus noch nicht wiederhergerichtet, sodass wir eine Session und Veranstaltungen doch durchführen können. Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, in Ehrang, mit Ehrang und für Ehrang zu feiern, möchten auch in Ehrang bleiben, und wir werden von Weiberdonnerstag bis Rosenmontag ein Festzelt am Marktplatz neben der Sparkasse errichten, wo dort das ganze Fastnachtswochenende über gefeiert wird. Hiermit möchte ich mich jetzt auch schon mal für Weiberdonnerstag hier in Wissel entschuldigen. Ich denke, ihr habt alle Verständnis dafür, dass wir dann natürlich in Ehrang bleiben und nicht wie gewohnt jeden Weiberdonnerstag hier mit euch aufmarschieren. Aber ich denke, ihr habt viel Spaß und hoffe, dass wir es auch haben und dass bei uns auch jede Menge Besucher kommen und uns mit uns feiern wollen. Dass dieses Zelt natürlich mit hohen Kosten verbunden ist, das ist jedem klar, und wir haben eine Idee gehabt, die wir wirklich umsetzen konnten. Wir haben, wenn einer sich ein bisschen in Ehrang auskennt, mit Sicherheit viele hier den historischen Gang der Stadtmauer, sind solche Erdnägel angebracht. Und einen solcher Erdnägel oder diesen Erdnagel haben wir in Form eines Pins machen lassen, und dieser Pin ist zur Unterstützung für unser Festzelt zu erwerben an der Tankstelle Rot in Ehrang. Und wir würden uns wirklich sehr freuen, wenn einige von euch davon Gebrauch machen würden. So, jetzt genug der Worte. Ich wünsche euch allen noch viel Spaß hier heute Abend. Ihr habt ein super Programm, das ist immer wieder sehr schön bei uns zu sein, euch zu sein und hier mit euch zu feiern. Und rufe aus und verabschiede uns mit einem dreifach donnernden Assel, Rot-Weiß und Fortenich. Dankeschön.
Ja, vielen Dank, liebe Edi, liebe Andrea. Schön, dass ihr da seid. Ich wünsche euch viel Gelingen mit dem Verkauf eurer Zeltnägel, sage ich jetzt mal. Wir werden uns auch da ordentlich dran beteiligen und werden viel Spaß bei dem Ganzen haben. Und ihr werdet viel Spaß haben in eurem Zelt, da bin ich mir ganz sicher. Und ich glaube, wir werden uns auch sehen, Freitag oder so, morgens das Feuer angedacht, von daher wird das passen. Deshalb auf euch, auf die Erika, auf die Asla Fasat, ein dreifach Donner, Ehrang, Rot-Weiß Ehrang, Assel. Ja, und liebe Elisabeth, von Rot-Weiß-Ehrang kommen wir natürlich auch zu Blau-Weiß-Ehrang. Und da darf ich die Wasserrettern der DLRG Schweiz und auch Dennis als Erste-Hilfe-Ausbilder haben uns gedacht, dass wir nichts Materielles verschenken, sondern an unsere befreundeten Vereine, an die Prinzenpaare und wer auch immer dann kommen mag, wenn nicht, ein Erste-Hilfe-Training zu verschenken. Der Dennis sowie auch wir. Vom Prinz Dennis mit viel Hilfe von ja, Mitgliedern der DLRG Schweich. Wir machen das hier in der Halle. Wir werden bestimmt einige schöne Stunden zusammen haben, aber hoffen auch nochmal die lebenswichtigen Sofortmaßnahmen ins Gedächtnis zu rufen, dass im Zweifel, es kann jeden treffen, einfach geholfen werden kann.